Okay, jetzt ärgert sich da erstmal ein bisschen jemand. Gut, einmal rund. Scheiß drauf. Vielspurig. Wen interessiert's? Und jetzt müsste ich noch nicht vielspurig machen, ne? Okay. Geht nicht. Was zählt er mir da? Geht nicht, gibt's nicht. Wahrscheinlich war das schon. Okay. Naja gut, geht nicht, geht doch, aber man kann es beheben. Den Punkt kann man sowieso mal ein bisschen schöner hinlegen. Und zack, funktioniert's. Vierspurig, überall. Und die benutzen das aus irgendeinem Grund als Abkürzung. Was seid ihr, Müllwagen? Okay. Also, ich wollte ja nochmal nach dem Strom gucken. Nicht, dass ich da irgendwie... vom Strom abgeschnitten habe, was nicht abgeschnitten werden soll. So. Ach, die haben ja ihren eigenen. Theoretisch, praktisch können wir da aber nochmal was hinbauen. Na gut, wenn ich da einen hinbaut. Machen wir es so. Sicher, sicher, dann speisen wir alles ein. Können wir auch die gerade schon wieder löschen. Tatsächlich. Und sie wollen mehr. Mehr, immer mehr. Mein, du hast dich gerade gebaut, da kannst du dich auch schön wieder verabschieden. Kriegt ihr einen botanischen Garten dahin. Das ist nicht ein Megapark, die brauchen natürlich keine Sau. Stimmt, jetzt könnten wir hier nochmal ein bisschen für gute Laune sorgen. Bei den ganzen Büros. Es sollte hoffentlich auch dann die Laune heben. Überall. Und ich höre eine Menge Updates. Das ist echt super. Und wenn ich dich noch verbinde. Dann solltest du auch noch Strom bekommen. Okay. Building. Achso, ja, das müsste ich ja nochmal. Gut, ich würde jetzt mal sagen, erstmal du wirst bewegt. Erstmal aus dem Weg. So, dann fangen wir mal an hier. Oh, die Friedhöfe kann ich nicht bewegen. Shit. Na gut, jetzt müssten die eigentlich alle ins nächste Krematorium fahren. Eine Runde drehen und wieder zurück. Ja. Wollen wir mal sehen, wie es hier aussieht. Guck mal einer an, da haben immer noch welche schlechte Laune. Worüber beschwer... Citizens are safe. Shit! Die saugen so viel Wasser an.
die saugen so viel Wasser an. Ist das euer Ernst? Der Mensch? Oh, Scheibenkleister, die saugen so viel Wasser, dass sie das schmutzige Wasser da angesaugt haben. Krass. Okay. Das war natürlich absolut nicht der Plan. Oh, die brauchen Strom. Wo ist das schnellste? Ja, wahrscheinlich, ja. Scheiß drauf. Einfach einmal hier quer rüber. So, was ich jetzt noch machen könnte, wäre... Ist aber die Frage, ob sich das lohnt, weil ich natürlich den meisten Verkehr wieder selbst erzeuge. Oh ja, da war ein Problem. Auch. Nichts da occupied. Ist alles wieder dahin bewegt, wo es hingehört. Damit das auch schön aussieht. Und jetzt klippt das zwar ein bisschen, aber das interessiert mich einen Shit-Dreck. Warum wechselt ihr immer noch die Spur? Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Hä? Hab ich irgendwas komisch mit den Spuren angestellt? Ja, erstmal straight und dann... Na, scheiße, wirklich? Nein, hast du auskatapultiert? Alles klar. Okay. Hm. Ich meine, ist natürlich jetzt nicht optimal. Okay, ich mach's anders. Du kommst weg. Warum auch immer du noch nicht geupgradet bist. Ich meine, wahrscheinlich stört irgendwo immer was, aber... So. Du gehst hier runter, verbindest dich hier und ich baue jetzt nochmal eine kleine Spur, die es einfacher macht, hier rüber zu kommen und den Kreisel da entlastet. Zumindest so ein wenig. Müsste dann natürlich... Da kommen drei. Und da ihr eh alle da lang fahrt, machen wir das so. Ihr habt immer noch Probleme? Warum wechseln die alle da? So, kein Abbiegen. Oh, es wird, sobald ich herkomme, wird es ein bisschen langsamer, weil... Hoppla. Müsste ich gerade noch mal gucken, ob tatsächlich... 1900. Es warten immer noch 180 Leute da. Shoot. Okay, ich glaube, ich... Kommt der Punkt, da muss ich eine zweite Spur dahin legen. Irgendwas machen. Naja.
Building burned down. Willst du mich verarschen? Komm schon, ich habe doch hier Feuer... Rauchmelder, oder? Es sind doch überall Rauchmelder da. Ne, 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 ne. Was macht ihr denn da? Ich habe doch extra zwei Spuren. Dass ihr damit abfahren könnt. Und alle wechseln darauf. Ich werde nicht mehr. Wie lange ist das her, dass ich die Straße geupgradet habe? Ah. Oh, ich kann ein neues Stück Land kaufen. Das ist cool. Ich meine, von da kommt auch so gut wie gar nichts. Ja gut, das ist ja auch die Zufahrt. Gut, ich habe natürlich jetzt auch das... Oh, die wollen alle von hier aus. Okay. Okay. Sind ja hier alle zum Großteil Privatautos, also. Zack. Sollte das Problem hier oben lösen? Mit den Trucks. Ah, und die drehen alle. Ja. Kann ich? Nee, hier. Vorfahrtsstraße. Sollte. Habe ich eigentlich hier auch gemacht, ne? So, neue Ecke. Oh, ich komme gar nicht bis da hinten hin. Willst du mich jetzt ver... Das ist ja ekelhaft. Wieso komme ich denn nicht bis da hinten hin? Ich wollte unbedingt an den See. Gehen wir erstmal in die Richtung. Da ist ein Stromproblem. Das könnte daran liegen. Warum auch immer. Es gibt immer noch ein Müllproblem. Okay. Ich habe 1.200.000 Zeit, dass ich hier aufräume. Oh, und die beiden sind leer. Wunderbares Timing. Auf die hätte ich jetzt nicht mehr gewartet. So. Ist immer noch Industrie? Oh Gott. Wirklich? Okay. Dann haben wir hier eine dreispurige Autobahn. Ja, natürlich mit Schallschutzwänden. Wie auch sonst. Und wir gehen hin und... Oh, die ist lang. Natürlich seid ihr im Weg. Und,
dass man sich jetzt bewegen kann, ne? Hier steht ein Krematorium. Direkt neben zwei Friedhöfe. So. Will ich den da ranlocken lassen? Warum nicht? Dinosaurus. The only restaurant with the servers are dinosaurs. Our animatronics are so real, you'll think a T-Rex is serving you T-Bone. A pterodactyl is serving you teriyaki. That a brontosaurus is serving you chili dogs. Every dish is an archaeological. Ich glaube, das ist ein bisschen krumm. So, dann. Damit hier auch irgendwer drehen kann, wenn er dann will. Ich meine nicht, dass hier einer drehen wollen würde, aber... dass die Autobahn da nicht so abgeschlossen wirkt. Okay, und das ist eine... Das dachte ich mir schon. Bicycle Lane. Dann würde ich die nämlich auch komplett einmal... Shit! Schon wieder dasselbe gemacht. Okay. Da. Oh, sogar straight verbunden. Alles klar. Und jetzt die große Veränderung. Damn. Ich war nicht auf der passenden Höhe. Es geht schlimmer. Interessiert ja eigentlich auch keinen. Oh ja, jetzt Stromverbindung für die Jungs. Nee, eigentlich nicht. Okay, die sind angeschlossen. Und die können jetzt allesamt mal sich aussuchen, wo sie langfahren. Und ich kann hingehen, nehme das hier, mach da draus eine Vorfahrtsstraße und mach aus dem hier eine Vorfahrtsstraße. Wunderbar. Wunderbar. Wenn das jetzt natürlich hier noch sich regeln würde, aber... Komm schon, ihr habt drei Spuren pro Richtung. Drei Spuren pro Richtung. Ihr wollt unbedingt in eine rein. Komm mal her. Nutzt das jetzt einer? Nein. Ja, aber ich habe ein bisschen was da abgefangen. Wahrscheinlich muss ich dann auch noch da eins hinmachen. Das ist halt ein Problem mit dem Müllwagen. Aber es hat sich schon gerade irgendwie geregelt. Einigermaßen. Ich meine, es fahren jetzt auch weniger Privatleute momentan.
Building burnt down. Wieso habe ich eine Feuerwehr, wenn die auf nichts reagiert? Was ist direkt neben der Feuerwehr abgebrannt? Hallo? Holy shit. Was soll das? So. Das Einzige, was ich mir jetzt noch überlege, ist hier noch einen tatsächlichen Kreisel reinzubauen. Ich meine, ich bin immer noch gut ausgestattet. Ich muss halt dann gleich nochmal gucken, wo alle Verbindungen hingehen und herkommen. Passt der hier überhaupt rein? Wahrscheinlich noch lange nicht. Fast. Fast. Klar, ich muss dann nochmal hier. Und slope too steep. Yo. Wo ist das denn bitte? Ah, scheiße. Ansonsten baue ich den irgendwo, setze den mal Move it dahin und dann hat sich die Sache erledigt. Slope too steep. Ah, das braucht er Zero oder was? Ah ja. Sag mal, du bist doch auch voll aufgedreht. Wo ist das denn bitte? Ein Hügel, den man mal nennen könnte. Okay, versuchen wir es. Vielleicht hat es schon was gebracht. Slope too steep. Das gibt's einfach nicht. Das war Shift Terrain. So. Hier eine Basis. Okay, könnte natürlich auch sein, dass ich jetzt hier erstmal die Ecke wegmachen muss, um das einigermaßen hinzubekommen, weil das ist schon ein bisschen. Na gut. Hoffen wir mal, dass wir es so hinkriegen, ja? Da passt er. Yes, yes. Yes. Gut, das Einzige ist halt, dass ich die geradeaus nicht brauche.
Aber das ist nicht so schlimm. Das, was nicht gebraucht wird, kann ja abgebaut werden. Und wenn ich das tatsächlich so mache, dann könnte das was geben. So. Ah, scheiße, Pfosten. Ja, da steht der Pfosten ein bisschen anders. Und wir können einfach von hier aus hier hingehen, von hier aus hier hingehen. Da, nach da. Und es ist schon richtig, wenn man von hier aus nach da gehen und von hier aus dahin. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen verkrüppelter aus, als es sollte. Dann haben wir praktisch eine T-Kreuzung. Du kannst von hier aus ziemlich alles machen. 6-spurige Einbahnstraße. Okay. Ja, machen wir. Gucken wir das mal. 3-spurigen Highway draus machen. Das Problem kennen wir ja schon. Das bewegen wir jetzt wieder an. Das ist ein bisschen hübscher. Was war bei dir das Problem? War das gar kein Problem? Du auch nicht. Schick. Das ist wunderbar. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich alles wieder dahin verbinde, wo es hin soll. Weil ich weiß, ich habe eine. Oh, okay, das ist eine Zufahrt von hier nach. Könnte eigentlich unterirdisch an den gehen und von hier aus sich dann verteilen. Ja, und alles, was hier rüber will, kann dann darüber. Oh, ich habe die ganze. Ja, nö, ist ja wurscht. Interessiert ja keinen. Strom. Das interessiert dann doch schon ein paar Leute, wenn die ohne Strom dastehen. Ist natürlich jetzt echt genial, wie die Straße hier läuft. Sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, abgesehen davon, dass es hier von 4 auf 3-spurig geht. Damit, dass ich das ändern kann. Von was? Oh, der Pfosten. Natürlich der Pfosten, was auch sonst. Was auch sonst. So, in dem Fall bist du im Weg. Das ist kein Problem.